Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu PyQt. So, jetzt geht's weiter und zwar mit Tabs. Ihr habt euch vielleicht schon gefragt, wie macht man das, dass man hier oben verschiedene Files offen hat und die dann alle editieren kann. Ziemlich geil eigentlich, hätte ich auch gerne in meinem Programm und deswegen zeige ich es euch heute. Okay, Tabs sind eigentlich gar nicht so schwer zu realisieren. Es sind kleine Widgets und jedes dieser Widgets muss erstellt werden. Das heißt, wir wollen hier zunächst einmal ein bisschen was anderes erben, und zwar ein QTab-Widget. Tab-Widget. Davon erben wir jetzt. Das wird sozusagen unser Hauptwindow. Und wir können hier rein mehrere Widgets packen als Tabs. Und dazu machen wir Folgendes. Wir werfen das hier erstmal raus. Brauchen wir nicht. Und die Clicked-Methode brauchen wir auch nicht. So. Und dann sagen wir self.tab. Ups. Achso, halt mal. Erstmal müssen wir noch den Konstruktor aufrufen. Ah, wobei, das passt so. Self.tab 1 ist gleich qWidget. Okay, das heißt, wir erstellen uns ein neues Widget und das machen wir gleich nochmal. Self.tab 2 ist gleich qWidget. Und ich glaube, bei zwei Tabs belassen wir es erstmal. Ihr könnt ja dann noch einfach mehrere Tabs machen, das ist ja kein Problem. Und jetzt sagen wir einfach self.addTab. Ganz easy. Und dann sagen wir, welchen Tab wir gerne als ersten Tab drin hätten. Self.tab 1. Und wie wollen wir ihn nennen? Naja, wir sagen, keine Ahnung, mygui.py. Wobei, submi.py. Viel besser. Okay, und als zweiten Tab sagen wir self.addTab, und zwar den zweiten, und upvoteme.python. So, und jetzt haben wir sozusagen schon zwei Tabs. Jetzt müssen wir nur noch diese beiden Tabs irgendwie einigermaßen ansehnlich machen, weil aktuell passiert das hier, wenn ich es ausführe. Wir haben die zwei Tabs schon irgendwie, nur es passiert irgendwie nichts. Das ist irgendwie leer. Aber wir haben eigentlich schon erreicht, was wir wollen. Wir haben hier verschiedene Tabs. Gut, was machen wir, damit wir sie füllen? Naja, wir setzen, beziehungsweise ihr könnt auch einfach diese Q-Widgets wieder irgendwo erben lassen. Eigentlich brauche ich euch das gar nicht zeigen. Denn normalerweise erstellt ihr euch hier eh eine Unterklasse davon, von diesem Q-Widget, was wir schon die ganze Zeit bisher gemacht haben. Und dann packt ihr hier halt kein Q-Widget rein, sondern die Klasse, von der ihr das geerbt habt. Und dann wird es automatisch initialisiert. Also es geht eigentlich wie bisher auch. Es ist ein eigenes Fenster und dieses Fenster kann man so benutzen, wie wir es bisher immer gemacht haben. Ja, funktioniert eigentlich auch alles schon. Gut, dann brauche ich euch das gar nicht mehr zeigen. Das wisst ihr eh schon. Ich will mich nicht wiederholen. Jetzt möchte ich euch noch was anderes zeigen, und zwar die Scroll-Möglichkeit. Also, dass man irgendwohin scrollen muss, haben wir relativ häufig, weil ja, irgendwann muss man halt einfach mal scrollen, wenn der Content zu groß wird. Dazu erben wir wieder von qWidget. qWidget. So. Und jetzt sagen wir hier, okay, wir wollen ein Box-Layout. Wie wäre es denn mit einem QV-Box-Layout? Okay, und zwar in self drin, und wir sagen self.setLayoutBox. So, und jetzt wollen wir da was Scrollbares reinmachen, zum Beispiel ein Scroll gleich QScroll. Scroll Area. Und zwar in self drin. Box.addWidget. Wir packen die Scroll Area da einfach rein und sagen, dass die Scroll Area resizable ist. Also set widget resizable true. Das bedeutet, wir können hinterher dieses Teil größer oder kleiner ziehen innerhalb unserer Box. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon starten kann. Doch, kann ich. Perfekt. Das heißt, wir sehen hier, dass es ja, sich verändert. Okay, und jetzt sagen wir und jetzt sage ich hier, okay, wir packen jetzt hier Sachen rein in unsere Scroll-Area. Also ihr habt gesehen, wie das aussieht. So, hier ist jetzt quasi Platz für Zeug drin und das wird dann scrollbar.
Das heißt, wir packen hier rein ein neues Widget, also sowas wie ein Scroll, keine Ahnung, Content für Inhalt ist gleich QWidget. Und zwar in Scroll drin, diesmal nicht in uns drin, sondern also in dem Main-Fenster, sondern in Scroll, in dem Scroll-Fenster drin. Und jetzt sagen wir hier, okay, dieses Q-Widget kriegt viel Inhalt, Inhalt, Scroll-Content, Punkt, nicht Add, sondern Set-Layout. Wir brauchen jetzt quasi ein Layout für unser Scroll, für unsere Scroll-Area, damit wir überhaupt Zeug reinpacken können, weil wir haben nicht die Möglichkeit, direkt jetzt ein Widget reinzupacken und schon gar nicht unendlich viele. Und dann sagen wir hier, okay, wir wollen ein neues Scroll-Layout. Das Scroll-Layout müssen wir uns erstmal erstellen. Scroll-Layout ist gleich, keine Ahnung, noch eine V-Box vielleicht. QV-Box-Layout über Scroll, beziehungsweise über den Scroll-Content sogar. Weil das ist ja das Widget. Ich erkläre euch gleich nochmal, was ich hier gemacht habe. Genau, und jetzt haben wir das Layout, Scroll-Layout. So, und in dieses Layout packen wir jetzt ganz, ganz viele Sachen rein. For i, habe ja keine Liste aus Items. For i in Range 0,100 oder sowas. ScrollLayout.addWidget QPushButton mit der Bezeichnung i. Fertig. So, was wir jetzt machen ist folgendes. Wir produzieren einen Error, weil ich hier keinen String reingepackt habe. Aber jetzt sehen wir hier richtig viel Zeugs und es ist komisch, weil wir haben hier haufenweise Buttons und wir wissen, es sind 100 Stück, aber ich kann nicht scrollen. Wenn ich jetzt hier weiterziehe, sehe ich, dass mehrere Buttons kommen. Das liegt daran, dass wir es noch nicht direkt bezogen haben. So, gehen wir nochmal zurück in den Code und sagen scroll.setWidget. Jetzt habe ich nämlich das Widget sozusagen gesetzt. Und wir sagen hier scrollContent. Ups, da. So, wenn ich das jetzt ausführe, habe ich hier die Möglichkeit zu scrollen. Allerdings werden die Dinger auch breiter, logischerweise. Und wir sehen, es ist komplett scrollbar. Das heißt, ich kann vom ersten Button bis zum letzten Button alles sehen. Was jetzt hier passiert ist, ist folgendes. Lasst mich kurz das Layout erklären, bevor ihr abschaltet. Okay, wir haben zunächst einmal ein Box-Layout erzeugt für unser Main-Fenster. Das heißt, hier in diesem Fenster ist jetzt ein Box-Layout entstanden. Okay. Innerhalb dieses Box-Layouts haben wir jetzt eine Scroll-Area erstellt. Diese Scroll-Area enthält nachher Stoff, der gescrollt werden kann. Dann haben wir gesagt, okay, ich darf sie resizen, denn wenn ich das nicht machen würde, würde es ein bisschen komisch aussehen. Dann würde das passieren. Ah, okay, funktioniert trotzdem. Keine Ahnung. Ich dachte, das würde dann nicht mehr so gut funktionieren. Okay, aber scheinbar braucht man das nicht. Und was wir jetzt hier gemacht haben, Scroll Content, das ist quasi der Inhalt, der nachher in unsere Scroll Area reinkommt. Das heißt, wir erstellen uns hier ein neues Scroll Content, also einen neuen Inhalt für diese Scroll Area. Und weil der innerhalb der Scroll Area sein soll, muss er auch irgendwie drauf bezogen werden. Das machen wir hier, indem wir im Konstruktor Scroll mit angeben. Wie wir hier zum Beispiel Self mit angegeben haben, weil das innerhalb unseres Fensters liegt. Also sozusagen Fenster in einem Fenster in einem Fenster. Gut, das ist also der Content, der innerhalb der Scroll-Area nachher liegt. Dieser Content braucht aber auch ein Layout, damit man gewisse Sachen reinfügen kann. Und deswegen haben wir hier ein V-Box-Layout erstellt für diesen Scroll-Content. Also quasi das Fenster in unserem Fenster drin hat auch ein Layout. Das ist das Scroll-Layout. So, und hier haben wir das Layout gesetzt. Hier haben wir es erst erzeugt gehabt. Die brauchen immer gegenseitig Referenzen, deswegen brauchen wir das hier im Konstruktor und das Set-Layout brauchen wir danach noch. Dann haben wir 100 Buttons eingefügt für unser Scroll-Layout, weil da kann man mehr als ein Widget einfügen. Bei einem normalen Q-Widget kann man das nicht.
Jedenfalls nicht ohne weiteres, ohne dass man davon erbt. Und dann haben wir gesagt, okay, wir setzen noch das Widget für unsere Scroll Area, wo man dann auch tatsächlich mit scrollen kann. Das kann nur ein Widget sein, deswegen Set Widget und nicht Add Widget setzen wir auf Scroll Content, also das, was wir scrollen wollen können. Und dabei ist dann das hier entstanden. Ziemlich viel Aufwand, einfach nur dafür, dass man scrollen kann, aber ja, ihr werdet das meistens sowieso im Qt Designer machen. Aber ja, so funktioniert Scrollen. Gut, dann wäre das auch erledigt. Dann war es das für heute auch schon wieder und ja, wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es um Drag und Drop geht. Alles klar, bis dann, ciao, ciao.